Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Ja, in den nächsten Tagen soll es für circa 5 Tage lang richtig kalt werden. Was heißt richtig kalt? Es werden ungefähr -2 bis -4 Grad. Die Bananen stehen jetzt noch, ja, eigentlich ungeschützt. Ich habe ja in dem letzten Vorbereitungsvideo gezeigt, wie ich die Blätter hier entferne, beziehungsweise wie ich den Schutz allmählich vorbereite. Ich habe ja vom Gartennachbar Gott sei Dank trockenes Laub bekommen. Das ist eigentlich auch sehr vorteilhaft. Ich habe in einigen, ja, Exotengruppen Diskussionen führen müssen, weil einige gesagt haben, auf keinen Fall trockenes Laub rein, sondern halt feuchtes Laub sollte genutzt werden. Die Erklärung war halt dadurch, die mikrobielle Aktivität durch die Feuchtigkeit natürlich angeregt wird. Komplett richtig, ist ja auch schön und gut, ähnlich wie beim Komposter. Das will ich ja aber explizit hier gar nicht. Die Laubschicht, die sollte relativ trocken sein. Es reicht als Dämmmaterial auf jeden Fall aus. Selbst wenn wir jetzt mal minus 10 Grad haben, werden jetzt hier im Inneren keine minus 10 Grad sein, obwohl das Laub trocken ist. Weil angenommen, es wird vielleicht im Januar oder im Februar doch nochmal plus 5, 6 Grad. Die Sonne knallt hier schön drauf und die mikrobielle Aktivität im feuchten Laub würde ja losgehen. Das bedeutet, dass hier Temperaturen teilweise über 30 Grad im Inneren sind. Das will ich gar nicht haben. Wenn dann die Nacht auch vielleicht mal minus 10 Grad wieder wird, dann ist das kontraproduktiv. Deswegen auf jeden Fall trockenes Laub nutzen. In den letzten Jahren, auch in den Gärten zuvor bei meinen Eltern, als ich die Bananen schon über 10 Jahre hatte, hat das ganz gut geklappt. Und es hat immer gefloppt oder ist immer gefloppt mit zu feuchten Laub. Deswegen nimmt am besten vielleicht ganz, ganz leicht feuchtes Laub, aber eher trockenes Laub. Und ja, habe ich auf jeden Fall hier vor mir in dem blauen Sack drin. Das fülle ich jetzt komplett hier rein und ich würde sagen, los geht's. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ragen hier diese Scheinstämme raus. Das heißt für mich, ich sollte jetzt am besten den Winterschutz etwas erhöhen. Mit Sicherheit auch, wenn der Winter doch etwas kälter wird, auch erweitern. Das heißt, der Abstand von dem Gitter hier bis zum Scheinstamm, das sind vielleicht 20 cm. Wenn es doch mal richtig knackig kalt wird und das über eine längere Periode, dann reicht das auch nicht aus. Das heißt, es sollten schon irgendwo die 40, 50, 60 cm sein. Das werde ich auch im Laufe der Woche auf jeden Fall machen. So bis minus 3, 4 Grad ist das eigentlich so erstmal kein Problem. Aber was mich stört, ist natürlich die herausragenden Scheinstämme. Ich werde die auf jeden Fall etwas kürzen. Das heißt, ich werde gleich noch ein zweites Gitter drum zulegen, etwas erhöhen. Und dann den Rest mit Laub auffüllen und komplett verschließen. So, wenn es dann regnen sollte, dass natürlich das Laub nicht noch extrem nass wird. Ein zweiter Hinweis noch zum nassen Laub. Wenn wir hier nasses Laub haben und die mikrobielle Aktivität, die geht ja jetzt nicht von heute auf morgen so extrem los, sondern es wird langsam wärmer und von Tag zu Tag immer wärmer. Es kann auch sein, dass mal am zweiten, dritten Tag hier schon gute 20, 30, 40 Grad drin sind. Aber die äußere Schicht, die ist natürlich dann irgendwann mal klitschnass, wenn wir das nasse Laub reinsetzen oder hier Regen reinkommt. Und bei minus 10 Grad, selbst bei minus 5 Grad, friert das komplett durch. Das ist ein richtig starker Eisklotz und ja, der isoliert zwar bis zu einem gewissen Punkt, aber dann auf Dauer auch nicht mehr. Es ist nicht förderlich. Die Zellen, die werden hier komplett vereisen und das will ich natürlich nicht machen. Deswegen nochmal der Tipp, füllt es da trocken rein und ich schneide jetzt hier die Scheinstämme ab. Eigentlich wollte ich noch ein Teppichmesser mitnehmen, damit ich jetzt gleich, wenn ich die Rosenschere ansetze, nicht zerquetsche. Ich empfehle aber, wenn ihr ein Teppichmesser habt oder irgendeine scharfe Klinge oder vielleicht sogar ein normales Messer oder eine Säge, wenn die Scheinstämme größer werden, versucht einen sauberen, ein Eichhörnchen ist da hinten, also versucht am besten einen sauberen, geraden Schnitt zu machen. Desinfiziert am besten die Klinge mit Spiritus oder mit einer heißen Flamme, damit nicht unnötig noch mehr Pilze hineingelangen. Kann man natürlich nicht hundertprozentig vermeiden, aber ja, wenn man es machen kann, dann sollte man das, ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Ich habe jetzt gerade kein Teppichmesser, wie gesagt, da, deswegen benutze ich die Rosenschere gleich, schneide hier ungefähr 30, 40 cm ab und noch eine Sache zu den Scheinstämmen, je höher ihr die Scheinstämme lässt, umso vorteilhafter ist es dann für die kommende Saison, weil dann
braucht die Bananen nicht irgendwo hier unten auszutreiben, wenn ihr die hier unten ausschneidet oder abschneidet, sondern die würde weiter oben austreiben und hat natürlich einen Vorsprung, kann dann größere Blätter entwickeln, mehr Photosynthese betreiben und wächst dann deutlich schneller. In der Regel ist das so, wenn man dann halt eine 20, 30 cm Banane auspflanzt und man wohnt vielleicht im Rheinland, dann kann es sein, dass sie dann schon im zweiten Jahr locker 2, 3 Meter hoch wird. Bei uns im Norden klappt das nicht hundertprozentig. Ich hatte bei meinen Eltern im Garten eine knapp 4 Meter hohe Musa Basio bzw. mehrere, weil die bilden ja auch Kindeln und vermehren sich relativ schnell. Jetzt ist hier, dass der zweite Winter ist für die Banane und die hatten knapp eine Höhe von 1,70 Meter, 1,80 Meter mit ausgefahrenen Blättern, nicht der Scheinstamm. Deswegen hoffe ich dann, dass die nächstes Jahr umso größer werden, je mehr ich da stehen lasse. Aber genug gelabert, abschneiden. So, die haben jetzt auch knapp minus 2,8 Grad hier draußen überstanden. Ich zeige euch mal eben jetzt in der Nahaufnahme, dass auf jeden Fall noch Leben drin ist, weil die ist schön saftig grün im Inneren. Ja, hier sieht man das auch noch ganz gut. Würde es jetzt in den nächsten Tagen wieder dauerhaft über 10 Grad werden, würde hier das erste Blatt in der Mitte rauskommen. Und das hoffe ich mal, dass es dann irgendwann im April, Mai nächsten Jahres so sein sollte. Und jetzt werde ich hier das Gitter gleich vergrößern und dann kommt noch ein bisschen mehr Laub rein. So, das ist hier ein wenig Fummelarbeit, aber ich hab's gleich. Das sollte eigentlich so ganz gut klappen. Jetzt habe ich es ungefähr fast 50, 60 cm erhöht. So, und jetzt kommt hier auf jeden Fall das Laub hinein. Das sieht schon mal gut aus. Ich habe noch einen Sack, den hole ich jetzt eben. So. Das Laub hier ist etwas gröber, hat natürlich dementsprechend auch ein etwas weiteres CN-Verhältnis. Trockener Buchsbaum ist auch noch dabei. Ja, etwas schief ist es. Ich richte das mal eben noch ein bisschen. So, das sieht etwas besser aus. So, wer möchte, kann natürlich auch als Verkleidung natürlich so einen Holzkomposter verwenden. Das bietet sich auch ganz gut an, aber ich hatte halt das Gitter hier vor knapp 3-4 Jahren mal nochmal gekauft und das war gar nicht so teuer. Ich glaube, jetzt das komplette Ding irgendwo bei 10 bis 15 Euro. Das geht auf jeden Fall. So ein Holzkomposter kostet, glaube ich, dann irgendwo ab 20 Euro aufwärts. Wer möchte, kann natürlich auch das komplette Ding hier auf Styropor bauen und dann Laub reinfüllen. Stroh geht natürlich auch, sollte auch wiederum trocken sein. Aber ich bin sehr zufrieden hier mit dieser Methode und ich kann das eigentlich individuell gestalten. So, ich würde sagen, jetzt kommt eben noch der Deckel drauf. Ich benutze dafür so einen Regentonnendeckel, das klappt ganz gut, dass die Feuchtigkeit von oben nicht reinkommt und wickel das gleich einmal nochmal mit so einem Vlies um und dann war es das erstmal. So, das ist der Regentonnendeckel für die Regenrinne bzw. fürs Fallrohr, wurde hier mal vom Vorbesitzer etwas rausgeschnitten. Zwar nicht hundertprozentig optimal hier, aber das wird schon so klappen. So, jetzt kommt nochmal ein Vlies drüber, damit das etwas besser geschützt wird. So, das ist das Vlies hier. Das benutze ich auch sehr gerne für meine Hanfpalmen hier vorne. Natürlich ist das nicht wasserundurchlässig, sondern da kommt auch noch etwas Wasser durch, aber nicht so viel. Ich muss auf jeden Fall noch eine neue Plane holen, weil die andere, die ist leider durch. Aber selbst wenn es jetzt nochmal regnen sollte, das Laub hier innen drin, das wird nicht komplett nass. Das ist eigentlich ganz gut. Das Vlies hier ist auch ganz gut luftdurchlässig. Also ersticke ich jetzt nicht zu 100% die Scheinstämme bzw. die Banane. So, hier unten wird es nur noch mal zugeknotet, damit es dann vom Wind nicht wegfliegt. So, und das war es auch schon mit dem Winterschutz für die Banane. Wie gesagt, ich werde es mit Sicherheit noch mal einen Ticken erweitern, aber im Grunde ist es schon das gewesen. Und wie im ersten Video noch mal gesagt, für unsere Region hier im Osnabrücker Umland klappt das ganz gut. Wenn ihr so eine Banane irgendwo im Harz anbauen möchtet bzw. im Garten setzen möchtet, dann wird das auf keinen Fall reichen. Da wird es doch etwas kälter in der Höhe. Da würde ich auf jeden Fall ein Heizkabel empfehlen. Und ich würde sagen,
das war es jetzt mit dem Video. Mir ist so ein bisschen kalt geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne wieder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es doch vielleicht jetzt, wenn ihr Lust habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.